eine Art Diktatur eröffnet, vor allem möglicherweise nach dem Referendum. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach ein solches Signal aussehen, vor allem eins, das Erdogan wirklich beeindruckt? So zwei Facetten. Das erste ist, angesichts der Entwicklung in der Türkei, jenseits vom Verfassungsreferendum muss man ja sehen, dass über 170 Medienhäuser geschlossen worden sind, Tausende von Journalisten ihre Lizenz verloren haben und Hunderttausende von Beamten entlassen worden sind. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann weiß man, die Türkei ist am falschen Weg. Und deswegen ist das Minimum, das wir jetzt machen müssen, die bestehenden Beitrittsgespräche zur Europäischen Union zumindest mal einzuhalten.